Atemberäubend, eindrücklich und faszinierend. Das ist die Aussicht auf dem Simplonpass. Mit drin steht das Hospiz, ein Buiv aus dem Jahr 1831. Ein Haus, das aus der Gemeinschaft von Chorhero vom grossen St. Bernhard ist entstanden. Ein Haus von der Begegnung. Seit dem Augusten 2009 begegnet der Prior, der Daniel Salzgeber, auf dem Hospiz in verschiedensten Leiten. Spannender hier oben sind sicher die Begegnungen auch mit den Häufen von Lipfa, ganz verschiedenen Ländern, die das erste Mal mit der Kirche nichts zu tun haben. Die kommen ja nicht hier, weil hier ein Kloster ist oder weil hier eine Gemeinschaft lebt, sondern Bergsteiger, Tourenskifahrer, weil man von hier aus die Touren machen kann. Und darum ist etwas, was wichtig ist hier, ist die Pastoral in der Bar. Die Bar ist ja fast wichtiger als die Kapelle. Weil man dann in Kontakt kommt mit Leuten, die Kirche, Religion vielleicht weiter weg sind und den Kontakt hier plötzlich zum Ordensmann haben und nach einem Gespräch über Gott und die Welt plötzlich auch auf existenzielle Fragen sprechen können. Und es gibt auch deren, die hier wieder zum Glauben zurückgefunden haben. Das Hospiz auf dem Simplon, vergleichbar mit dem auf dem grossen St. Bernhard, kennen wir aus der Geschichte euch als eine Art Notunterkunft. Gerade zum Beispiel für Alpinisten, was ich euch verlaufen oder in euch für irgendjemand, der auf dem Pass eingeschlossen ist. Es gibt aber noch ab und zu, vor allem im November, Dezember, plötzlich liegt es Nachtglocke und dann ist ein Italiener, der mit dem Auto nicht mehr weiter kann kommen. Oder wir hatten im Dezember, weil der Pass die Straße geschlossen war, ein paar Tage, ein spanischer Buschauffeur, der plötzlich, nachdem er zwei Nächte in seinem Gammi übernachtet hat, gesehen hat, ja, da gibt es ja doch noch etwas, was bewohnbar ist hier oben und hier angeklopft hat. Der Prior, der war früher euch in Schule tätig. Also zum Beispiel im Wattland als Deutschlehrer, aber euch als Internatsleiter. Dass ihm auf dem Hospiz der tägliche Kontakt mit den Leuten, mit seinen Schülerinnen und Schülern ein bisschen fehlt, daraus macht er kein Geheimnis. Welche Arbeit von beiden gefällt ihm persönlich jetzt aber besser? Natürlich haben wir hier sehr viele junge Menschen, Schulklassen. Wie gesagt, zwei Drittel der Leute, die hier kommen, sind Schüler. Aber der grosse Unterschied sind, die Schüler, die hier kommen für Exerzitien, sind da zwei, drei Tage und sind wieder weg. Währenddem im Internat hat man natürlich Schüler, sind dann 3, 4, 5 Jahre begleiten. Und das war eigentlich meinem Naturell angepasst. Das Hospiz auf dem Simplon auf 2000 Meter Höhe, das ist ein Ganzjahresbetrieb. Bis zu 130 Gäste können hier für eine Nacht bei Herbergote kommen. Im letzten Jahr hat man so nicht weniger als 18'000 Übernachtungen registriert. Während einem Blick durch die Zimmer stellen wir fest, dass verschiedenste Dreierzimmer, aber auch Sechserzimmer und sogar Massolager im Angebot stehen. Die letzte Erwähnte, die kommt vor allem von grösseren Gruppen gebucht, die auf dem Simplon Hospiz Halt machen. Mehr Sorgen als die Besetzung von Zimmern machen dem Prior die Tatsache, dass man immer mehr Werke schliessen muss. Das Problem ist eine Veralterung. Wenn ich getreten bin, dann haben wir noch über 90 Chorherren gehabt, heute sind wir 42, davon sind zwei Drittel über 70-jährig. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Werke müssen schliessen, aber auch gerade die Schule, das Kollegium, das ich war. Aber auch die Pfarrien haben wir zurückgeben, den Bischof. Im Ostertal, den Bischof Aosta, im Seto, den Bischof haben wir auch müssen. Die Pfarrien zurückgeben, die letzte Pfarrie, was wir werden zurückgeben, ist jetzt im Augusto, das ganze Gebiet um Lens, Montana, wo wir den Bischof müssen zurückgeben, weil wir niemanden mehr haben. Schliessung auch wegen dem Mangel an Ordensleuten und das, obwohl das Simplon-Hospiz Mengen schöner Räume anbietet. Neben dem Kinderspielzimmer für die ganz kleinen Besucher gibt es auf dem Hospiz nämlich auch eine Bibliothek. Gemütliche Räumlichkeiten bieten den Gästen hier ein paar schöne Lesestunden an. Obwohl euch der Prior Daniel Salzgeber ab und zu in der Bibliothek ist, liest er meistens aus der Kapelle etwas vor.
Seine Messen halten auch auf Italienisch, aber auch auf Deutsch und auf Französisch. Je nachdem, was gerade für das Publikum in der Kapelle sei, hat er uns verraten. Mittlerweile sind wir mit diesem Rundgang im untersten Stock angekommen. Hier ist der Heizraum, es gibt euch mehrere Skiräume und es hat ein kleines Kino. Mehrere Sessel und eine grosse Leinwand mit einem Beamer lassen hier zwischendurch tatsächlich also ein bisschen einen Hauch von einem grossen Kino hochleben. Nicht vergessen darf man im untersten Stock aber euch die beiden Freizeitsräume, wo man sich spielerisch beschäftigen kann. Lieber als im Raum mit den Töckeli-Kästen ist der Daniel Salzgeber im Raum von Tischtennis-Tischo. Gegen verschiedenste Spielerinnen und Spieler, vor allem Schülerinnen und Schüler, spielt er hier ab und zu ein Matchli und er gewinnt es meistens. Und das, obwohl dass er im Sitzen spielt. Was ich natürlich nicht sage, dass ich über 30 Jahre im Tischtennis Fisch bin, dass ich verschiedentlich im Walliser-Meister war in der Kategorie und momentan noch der Walliser-Cup-Sieger bin. Das sagen dann natürlich die Ersten, wenn sie nachher am Verzweifeln sind und nicht begreifen, wieso das jetzt gegen einen, der sitzt, Tischtennis verlieren. Der Daniel Salzgeber, Prior auf dem Hospiz auf dem Simplon mit mehreren Berufungen in seinem Leben. Er ist nicht nur Prior, sondern auch Tischtennisspieler. Beides aus Leidenschaft, beides aus Überzeugung.